Es liegt in der Natur dieser Welt, sich selbst in immer komplexere Zustände zu verwirren. Wie die Spiralen in einem Strudel Muster und Systemen zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur. Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden. Und die Glyphe in Einklang bringen, um die Tür zu finden. Alles muss im Einklang sein, doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker? Der Gefangene? Oder eine Ratte im Labyrinth? Okay, ich muss gerade passen. Ich kann euch gerade nicht sagen, was eine Glyphe ist. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche jetzt erstmal hier weiterzumachen. Kann ich da was platzieren? Ups. Oh. Und nu? Ah ja. Ah. Hebst du das an? So. Nee, da war was. Ein Stiftchen. Kann ich da noch nichts einsetzen? Zumindest nicht das. Kann ich da was aufnehmen? Macht es was? Nee, akut macht's gar nichts. Ah ja, eine kleine Scheibe. Okay, ach so, das ist dann wahrscheinlich die, die für hier unten richtig ist. Die ziehen wir dann da rein und drehen das dahin, wo es soll. Und dann ziehen wir das Stiftchen runter. Und dann passiert doch hier was. Sehr gut. Da haben wir doch das nächste Gewicht. Und das ist ja das Schwere, das kommt da drauf. Habe ich zumindest so gedacht. So. Dann tut sich da doch was. Oh. Okay, das ist dann hier das Objekt wahrscheinlich. Genau. Dann gucken wir mal weiter, wie wir das hier dann hinkriegen. Eine runde Fassung, das ist mir vollkommen klar. So. Hm, Moment. Genau. So. Da kann man ja anscheinend nichts verkehrt machen. Und dann haben wir das nämlich auch. Genau. So, ein Gewicht. Das dürfte das sein, was da hinten drauf kommt. So, nein. Aber, oh, ist das das Runde? Auch nicht. Wie bitte? Hm. Habe ich was vergessen? Was mache ich damit? Mal durchs Okular gucken? Nee. Okay. Und es kommt wirklich nicht dahin? Ich dachte, das würde dahin passen. Ich weiß, es ist ein bisschen kleiner, aber... Aber wo soll es denn sonst hin? Dieses dritte Gewicht scheint zu keiner der Markierungen auf der Waage zu passen. Ja, das habe ich auch gerafft. Dankeschön. Aber wo soll es denn dann sonst hinpassen? Da drauf vielleicht? Kann ich gar nicht heranzoomen. Aber wo soll es denn sonst hinpassen? Was sagt es? Dieses Gewicht unterscheidet sich etwas von den anderen. Das muss ich mir genauer anschauen. Okay, wir schauen es uns genauer an. Oh, da dreht sie sich was. Okay. Es ist dann wohl das Dreieck. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Es ist das Dreieck. Manchmal bin ich nicht ganz feinfühlig mit meiner Maus. Entschuldigt bitte. Okay, dann geht's doch hier glatt weiter. Jetzt haben wir nur aktuell kein Gefäß. Weil wir nicht wissen. Wie wir das zusammensetzen müssen. Sehe ich das richtig? Warte mal, ist das irgendwie okay, aber puh, warte mal, ich gucke mir das mal an.
Ah, okay. Fall nach unten, Fall nach links. Kein Fall, Fall. Warte mal. Aber wie soll denn kein Fall gehen? Wie soll? Da ist eine Schublade an der Ecke des linken Deckels der Kiste. Es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Kann ja nicht funktionieren. Ich habe sie halt verschoben. Also das ist richtig. War also doch richtig geschoben. Meine Güte. So. So, und jetzt nochmal. Sehr gut, geht doch. So, da haben wir das doch. Unsere kleine Scheibe, die wir gebraucht haben. Ziehen wir das Okular nochmal aus. So, dann gucken wir jetzt mal, wie das hier alles passt. So. So und so. Ja, er war. Boah. Ein Mordsgewicht, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Ach, das geht auch wieder nicht. Na, großartig. Ach so. Na gut. Das war jetzt für mein Verhältnis einfach zu lösen. Aber gut, ist ja nicht schlimm. So, dann passt das doch jetzt auf diese andere Platte. So. Das ist schon cool gemacht mit diesen Gewichten. Okay, dann müssen wir mal hier weiter gucken, wo wir hier noch was finden, wie wir das lösen können. Guck mal nochmal das Okular. Aber da ist jetzt an dieser Stelle mal ausnahmsweise nichts, was ich sehe. Da ist, kann ich das ziehen? Vielleicht? Nee, geht nicht, ne? Nein, also ziehen funktioniert nicht an dieser Stelle. Hier am Tisch vielleicht noch was? Was ist denn eigentlich hier mit der Holzplatte? Ist da noch was? Nee, die macht nichts. Aber... noch eine Fassung ohne Scheibe. Sie ist sicher irgendwo in der Kiste. In der Kiste? In der Kiste? Warte, die Kiste? Ich krieg das doch jetzt gar nicht mehr auf. In der Kiste. Das hat er mich völlig... Ist das eine Scheibe? Das war ja das, was wir eben schon hatten. Scheibe in der Kiste. Das dritte Loch, das ich in der Kiste geöffnet habe, ist irgendwie anders. Das dritte Loch. Das dritte Loch. Das dritte... Das. Ah ja. Oh. Manchmal habe ich mich jetzt voll verwirren lassen. Aber gut. Was? Moment mal, ich muss das ja passend da reinkriegen. Kann ich das, kann ich nicht mitnehmen? Nee. So. Das muss ich mir rausnehmen. Wenn es denn geht. So.
Und dann muss das... Wie kriege ich denn das gedreht? Mist, das andere war es doch. So, geh mal da hoch zurück. Genau, und dich nehme ich dann auch mit. Und dann muss ich ja... War doch falsch rum. Bin ich verwirrt. So. Ich muss das da hochkriegen. Genau, so war das. Ihr Lieben, es kann sich nur um Stunden handeln. Aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist, ne? Mit mir muss man Geduld haben. So, das sieht doch schon mal besser aus hier. Dann kriegen wir das da jetzt auch noch gewuppt. Jawohl. Sehr gut. Objekt gefunden. Wir schauen es uns lieber gleich an. Sofern meine Maus damit macht. Mhm. Fehlt da ein Stück? So, und nun? Ah ja. Ein kleines Gewicht. Ach, wie süß. Gucken wir doch jetzt mal hier auf unsere Waage. Da, ja, genau. Wir haben hier einmal das große. Was passiert? Und wir haben ja noch das kleine. Ja, oh, mein Mausi ist völlig heute... Hat irgendwie keine Lust. So. Nee? Wieso kann ich das nicht da hinsetzen? Ich will das... Was ist denn da? Da ist doch gar nichts. Hm. Aha. Manchmal ein bisschen schwergängig. So, und nun? Ist ja schon gut. Okay. Ah ja, eine metallene Uhrfeder und ein kleiner Anker. So, und jetzt gehen wir hier zur nächsten Kiste, die hier uns ein Sternsymbol sagt. Und da haben wir hier wieder ein Knöpfchen, was wir ziehen können. Warum hält das nicht? Moment. Kann man das... Uhrfeder. So, kann man das damit... eventuell kann ich das damit... Boah, das ist ja... Hallo. Aha. Ah ja. Okay. Das sieht ja jetzt hier echt spannend aus. Ah, da kann ich auch gar nichts tun. Wo könnte ein solcher Modellanker denn hingehören? Ja, ans Modellschiff wahrscheinlich, du Witzbold. Dahin. An meine Stelle, die ich die ganze Zeit schon besetzen wollte. So. Ach ja. Guck mal da, manche Sachen lösen sich ganz von alleine. Gell, Rose, ja. So, wir gehen wieder zurück hier zu meinem Kistchen. Und machen das natürlich, wenn wir es geguckt haben, dahin. Genau, so. So. Oh. Das ist ein Schlüssel. Und da muss... irgendwas, was kann ich tun? Also hier nützt das Okular tatsächlich mal nichts. Aber wie komme ich an den... Ah ja.
Okay, und weiter? Aber was muss ich tun? Uhr vielleicht? Ihr erinnert euch, 18 Uhr war eben ein Thema. Na, mit dem genau 18 Uhr schafft man nicht. In der Kiste befindet sich ein Schiffschronometer, aber es scheint nicht zu funktionieren. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber... Aha. Uiuiui. Okay, und nun? Du kannst es dir anschauen. Aha. Okay. Ah ja. Oh, wir werden jetzt hier noch zum Reparateur. Ist festgeschraubt. Ja, das sehe ich. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Aber wir haben keinen Schlüssel. Tja. Was war das denn auch eben hier wieder mit dem komischen... Warte mal. Und ich kann das nicht bewegen. Was soll das denn sein? Oh Mann. Ich hätte gerne einen Hinweis. Einen Hinweis, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja. Dieses Fach im Chronometer ist versperrt. Vielleicht finde ich an der Kiste etwas, mit dem ich es öffnen kann. Aha, das ist ein Dings. Ah ja. Ein Aufziehschlüssel, das ist doch schon mal gut. Ziehen wir das Ding mal aus. Oder auch nicht. Ihr seht, meine Maus macht heute, was sie will. Das könnte passen. Ja, ich sagte, es könnte passen. Ja. So. Lässt sich nicht aufziehen. In diesem Fach fehlt noch was. Großartig, ganz toll. Das hatten wir ja schon, da geht ja jetzt nichts mehr. So. Ah, hier mit dem Ding ist doch... Das ist doch auch komisch. Oder nicht? Ist das nicht... Aha. Dieses Fach ist im Chronometer versperrt. Vielleicht finde ich an der Kiste etwas, mit dem ich es öffnen kann. Dann ist vielleicht hier auch immer noch was. Warte mal. So. Haha. Das war jetzt aber echt nicht so einfach hier mit euch. So, ja, genau. Wir gucken uns den Schraubenzieher an. Oh, drehen ist auch nicht meine Stärke, ey. Oh, das sind wir morgen früh noch dran. Ah, ne, ging schneller als gedacht. Es sieht so aus, als würde in diesem Fach etwas fehlen. Da könnte es natürlich jetzt sein, dass hier unsere Feder fehlt. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst es entschuldigen. Ich muss nachher mal nach meiner Maus gucken. Ha, super, es geht. Und jetzt? Okay. Oh je, jetzt muss ich da auch noch diesen Moment abpassen. Oder... Werden die langsamer?
Sieht nicht so aus, ne? Nee. Was macht es? Was muss ich tun? Hallo?